Ich begrüße euch zu den Walliser Nachrichten am Samstag, dem 23. Mai 2009. Folgende Themen haben das Wallis bewegt: Bezirksmusikfest das Leikerbad, neue Fahnen für den Bezirk Leik und der Schweizer Militag im Oberwallis. Schön, habt ihr mit eingeschaltet. Die Musikgesellschaft Gemmi hat am Samstag zum 67. Bezirksmusikfest vom Bezirk Leik auf Leikerbad eingeladen. Nach dem offiziellen Teil mit dem Gesamtspiel der Musikgesellschaften auf dem Dorfplatz sind dann die Konzertvorträge in der Sportarena gewesen. 13 Musikantinnen und Musikanten hat man anlässlich vom Bezirksmusikfest Leik für ihre Verdienste ehren. Anlässlich vom Bezirksmusikfest vom Bezirk Leik hat man dann auch noch gerade den neuen Fahne vom Zendo Leik eingeweiht. Der neue Fahne hat das gleiche Sujet wie der aus dem Jahr 1978. Es ist ein besonderer Moment, weil es ja eigentlich ein Brauchtum ist, eine Tradition, so eine Fahne. Und ich denke, der Rahmen, der heute hier gegeben ist durch das Bezirksmusikfest, ist ein besonderer und wahrscheinlich auch geschichtsträchtiger, weil es ja politisch und musikalisch miteinander verbinden. Und deshalb ist das hier im Kurort Leikerbad natürlich ein besonderer Tag. Nach der Verabschiedung vom alten Fahnen hat der Pfarrer Jean-Marie Perig den neuen Fahnen gesegnet. Am Samstag hat sich ein spanischer Türgänger in Zermatt mit einem Sturz durch ein Couloir leicht verletzt. Laut der Kantonspolizei ist er am Leiskamm rund 500 Meter in die Tiefe gestürzt. Nach den Ausschreitungen rund um den Göpfinal am Mittwoch zu Bären sucht die Kantonspolizei Bären Film- und Fotomaterial. Das Material soll zur Überführung von möglichen Straftätern helfen. Die Polizei vermutet nämlich, dass unbeteiligte Zuschauer Szenen zwischen den Fans vom FC Sitten und IB gefilmt haben. Am Samstag war Schweizer Militag. Auch im Oberwallis sind in 5 Gemeinden die Wasserbetriebe noch Millinen, Walchinen oder Sägerien in Betrieb. Interessierte konnten dabei die alte Technik dieser Anlagen besteuern. Im Oberwallis haben Üsserberg, Platten im Letschental, Einscholl, Reckingen oder Dirbel zum Militag geladen. Meistens gibt es zum Militag euer Rahmenprogramm. Zu Dirbel zum Beispiel hat der Verein Urchigs Dirbel einen Dorfrundgang angeboten. Sunna war in den letzten Tagen die beste Freundin des Oberwallis. Sie ist nämlich praktisch nicht von der Seite gewichen. Es geht die nächsten Tage uns weiter, nachher gibt es eine kleine Wende. Wie das alles im Detail aussieht, das erfahrt ihr jetzt im Walliswetter. Nur ein paar kleine Wolkenschlierke, sonst blauer Himmel, so die Situation am Samstag zu Zähnen zu kriechen. Der Sonntag kann die Sonne auch noch für sich begeistern. Es hat zwar immer wieder Wolken, aber nichts Grobes. Regen ist unwahrscheinlich. Die Temperaturen gehen im Brief bis zu 31 Grad im Rhonetal. Der Wochenstart ist immer noch klar, es ist zum größten Teil immer noch schön, dann noch mit heissen 30 Grad. Am Dienstag der eigentliche Umbruch, dann gibt es wieder Regen, Wolken und teilweise auch Gewitter. Das Spektakel damit wieder deutlich mildere 19 Grad. Die Tendenz am Mittwoch ist dann wieder leicht nach oben an, es gibt wieder rund 20 Grad und weniger Wolken. Das schöne Wetter bleibt mir also euch noch die nächsten Tage erhalten. Bei schönem Wetter stattgefunden hat euch die Töffsegnung auf dem Simplon. Das Ereignis und das Archiv von Tele Oberwallis findet ihr auf www.teleoberwallis.ch zum Nachschauen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend, macht's gut.